Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Medieval Dynasty. Ja, wir spielen mal wieder weiter und mal schauen, was wir heute tun. Soweit ich weiß, wollte ich nämlich ein Ding machen. Wie heißt's? Ein Schweinestall bauen. Genau. Und mal ein paar Tiere hier ran schaffen, dass wir hier ein paar Tiere haben. So, was habe ich denn da gesehen? Oh, die Wasserträgerin ist auch schwanger. Aber nicht von mir. Das blühende Leben kehrt ins Dorf. So, ich hatte gerade schon ein bisschen was vorbereitet. So ein bisschen Holzmo gefarmt, nicht viel. Ein bisschen Fleischmo gemacht, weil ich Hunger hatte. Und da habe ich auch die Näherei freigeschaltet. Die werde ich jetzt auch dann bauen. Demnächst. So, erstmal eine Tierhaltung. Schweinestall. So, warte mal. Hier reicht's eigentlich, was ich da alles stehen habe, finde ich. Hier will ich noch ein bisschen Platz lassen. Also Fazit ist, werde ich hier weiterbauen. So. So werde ich jetzt weiterbauen. So. Also so, Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Gestern war ja Livestream, da war da schön viel da. Ja, zu einer ungewohnten Zeit, also da normalerweise streamen wir ja an andere Uhrzeiten. Aber naja, muss auch mal sein, ne? So, schon das Dach draufsetzen. Dann werden wir mal gucken, wo wir schön Schweine und sowas herkriegen, ne? Denke ich mir mal. Ja, wenn man so mäßig. So, muss mal kurz was gucken hier. Oh weh, das Bild war nicht groß genug. Oh. Warte mal. Oh, jetzt geht's wieder. Sorry. Irgendwas war gerade hier bei OBS mit dem Bild. Los. Hoffe, jetzt sieht man wieder alles ordentlich. Holz haben wir. Hallo, wo ist denn der jetzt? Ah, da. Weil, mir wurde gesagt, ne, von lieben Barbaren King. Grüße gehen raus, dass ich einen Schweinestall bauen soll. Am besten für Dünger selbst zu produzieren, weil ich finde den ja schon teuer. Den Dünger. Und ja, wir wollen es so selbst produzieren. Und da werde ich jetzt ein oder zwei Schweineställe bauen. Mal schauen. Erst einmal einen. Werden wir da zwei Schweine reinsetzen. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe mal natürlich, dass die Schweine nicht so teuer sind. Wenn nicht, müssen wir erstmal Geld noch ranscheffeln, ein bisschen. Zack. So, natürlich brauchen wir Futter. Und allem drum und dran, aber das reicht jetzt erst einmal. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo das ist. Ne, das ist für die Schweine, wo ich die herkrieg. Einen schönen Weg machen noch. Da. Okay, dann legen wir mal los. Gucken wir mal, wo wir hier die Schweine kriegen. So, ich werde jetzt mal eine Runde laufen und rumgucken, wo ich hier Schweine kriege. Und wir sehen uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. So, Mönchenskinder, das war eine Tortur. Also, ich habe es jetzt gefunden. Die sind in Rolnica. Also hier. Da gibt es Schweine. Die kosten 2250. Ja, alle gar. Außer die kleinen, die kosten nicht so viel. Ja,
Das heißt, wir bräuchten 4.500. Das heißt, wir müssen Geld machen. Definitiv. So, deswegen laufe ich jetzt mal zurück ins Dorf. Natürlich gucke ich dabei ein bisschen rum. Vielleicht finden wir was. Das sind sehr teure Schweine. Und dann werden wir noch ein bisschen was machen. Mal gucken, was wir da tun. Aber wie gesagt, das sind sehr, sehr teure Schweine. Deluxe-Schweine. Mein Lieber. Bin jetzt überall lang gelaufen. Muss jetzt auch mal gucken, was bei denen da los ist. Im Dorf hätten angeblich alle kein Essen mehr. Was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, weil eigentlich ich en masse Essen da eingetan habe. Da muss ich jetzt mal gucken, was da los ist schon wieder. Entschuldigung. Ach, Gottchen. So, mal gucken, was. Sind wir auf einem guten Weg? Nee, wir müssen wo hin. Ah, doch. Doch, doch. Eine Schuhschere. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das? Dann können wir mal die scharfe Schere. Und das ist praktisch, wenn man die schon hat. Da kann ich die immer schön bei mir im Lager reinpacke. Und wenn wir sie brauche, dann können wir sie rausholen. Das ist schön. So, wir sind auf einem guten Weg. Gegend war ich hier hinten noch nie. So alles finde, wenn man rumlaufen muss und was suchen muss. Das mit dem Essen, das ist echt komisch. Normalerweise habe ich doch nicht noch Jäger. Warum arbeiten die faulen Säcke denn nix? Wasser ist genug auch da. Ich verstehe es nicht. Müssen wir mal sehen. Werden wir sehen, wenn wir dort sind. Da vorne ist es ja schon. Müsste doch meins sein, oder? Ja. So, da sind wir. Ein prachtvoller Schweinestall. So, jetzt gucken wir mal im Nahrungsmittellager, warum hier so knapp ist. Kann ja eigentlich gar nicht sein. Oh, doch. Wir haben nichts mehr zu essen da. Ach du meine Güte. Ja. Ja, guck mal, ich kann mir noch was fangen. Dann kriegt ihr erstmal hier was. Ey, ich hab alles weggefressen, ey. Alter. Ganze Ernte und was weiß ich was. Ey, wir müssen echt mal so langsam hier mal loslegen. Hier wächst ja schon. Schon alles weggefuttert haben, ey, mein lieber Herzungswahl. Da, warte mal, wo haben wir das denn? So. Das. Ah, was machst denn du da? Nein, du Blödhammel. Karotten aber noch genug, da kann man mal schön hier mal ausstreuen. Ja, werde ich doch mal kurz hier was ausstreuen, dass wir jetzt demnächst mal hier ein bisschen Karotten ernten. Weil geht ja gar nicht, dass sie hier nichts zu essen haben. Weil, ja. Sonst meckern sie später nämlich wieder rum. Nein, du sollst es ausstreuen. Ja, deswegen.
So, ich werde das mal eben hier kurz ausstreuen und ihr seht gleich das fertige Produkt. Ne, viel haben wir nicht, aber das dauert halt ein bisschen. So, Leute. Ah, das war eine Tortur. Das haben wir jetzt geschafft. Wie gesagt, uns fehlt Dung, aber das kostet auch ordentlich was an Geld. Um jetzt hier weiterzumachen. Ein bisschen was hätte ich noch an Samen, aber das reicht da, finde ich. Ja, da müssen wir noch ein bisschen was gucken. Vielleicht finden wir noch was. Wir werden jetzt erstmal gucken, ob wir irgendwas herstellen können. Wenn nicht, werden wir noch die Schneiderei bauen. Näherei, nicht Schneiderei. Bauen, um dann vielleicht noch ein bisschen was herzustellen. Weil, um coole Sachen herzustellen. Warte mal, was haben wir denn? Wir haben Bronze. Ne, Kupfer haben wir gerne. Für Kupferspäre und sowas brauche ich Leinengarn. Ja. Und die müsste ich in der Näherei herstellen. Das heißt, am besten eine Näherei bauen. Ne? Wäre am besten. Nur wo? Hier am besten dann, ne? Die noch im Dorf drinnen. So, hier. So, gucken wir mal, wie viel wir noch haben oder ob wir noch was craften müssen. Voilà, die ist ein bisschen falsch gebaut. Ah, ne, die ist doof. Nee, so will ich die nicht stehen haben. Produktion, Näherei. Aber wie, warte mal. So. Ah, drehen war so, genau. So ist besser. Ja, das ist sehr schlau. Das ist sehr schlau. So, jetzt aber wieder hier. Ne, verputzen nicht. Bauen. So ist besser. So, aber ich brauche jetzt noch was. Zu trinken. Karotte kann ich noch essen. Da. Essen werde ich mir später noch jagen. So passt das. Ja, da fehlen noch ein paar. Das heißt, wir müssen doch noch ein paar Bäume fällen. So, das haben wir. Wer kommt noch weg? Ach, wo ist es denn? Oh. Und? Ah, hier. Da. Das gucken wir mal, das müsste ja reichen für das Fundament. Ein Rohbau, so. Und das Dach draufsetzen. Ah, komm schon. Ja, ich weiß, ich habe Hunger, ich esse ja gleich was. Ich muss jetzt nicht. Nerv mich mal jetzt nicht mit deinem Essen, Kollege. So, dann müssen wir erstmal hier das Ding hier fertig bauen. Ich will erstmal wissen, wie viel ich dafür brauche, für diese Dinger da, um die Speere herzustellen. Ja, ich brauche unbedingt noch mehr Holzstämme. So, was brauche ich noch an Holzstämme? Einer. Zwei.
Drei, ne? Drei Stück brauche ich noch, gut. Das heißt, ein Baum fällen reicht der Dicke aus. Ja, ich werde doch aber nochmal an die Lebensmittelnahrung gehen, ey. Werde ich lieber noch ein bisschen mal jagen gehen, weil meine Jäger, die sind ja alle faul, die arbeiten ja alle nichts, da muss ich nochmal reingucken, ey, das geht ja mal gar nicht, ohne Scheiß, das ist ja so ein. Wenn nicht, werde ich noch so ein Jäger-Ding bauen, das und noch zwei Leute herholen, das ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann. Obwohl ich die eigentlich gut eingestellt habe, ich muss gleich mal gucken noch. Da haben wir erstmal die Näherei, das ist erstmal wichtig gewesen. Süßchen, Popöchen. Rucksäcke, Taschen. Hüte, nein. Ne, Handschuhe auch nicht. Sonstiges. Einfaches Säckchen. Säckchen. Trinkschlauch. Kriegt man die nicht hierher? Okay. Oder muss man das? Ah, hier bestimmt, ne? Leinengewebe, ne. Spinnrad? Da haben wir es doch. Leinengarn. Das brauchen wir. Flachshalm. Flachshalm. Da müssen wir suchen, mal Flachshalm suchen. Mal gucken, wo es das gibt. Ich würde mir ja mal sagen, wo Flachshalm wächst. Vielleicht kann ich das dann sammeln, wenn es einfach zu finden ist. Dann können wir davon ein paar craften. So, ich wollte jetzt doch nochmal an das Nahrungsmittellager. Die Beeren sind nämlich noch nicht reif. Da haben wir auch wieder eine gute Ei. Quelle. Daher wollen wir wieder zu essen. Zehn Stücken werde ich mir mal abluchsen von euch. Sonst verhungere ich nämlich hier gleich. So. Ein bisschen was zu essen hier ab. Ja, okay, gut. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Ich gehe jetzt noch mal kurz an den See, ob ich da Flachshalm finde. Sieht nämlich aus, als ob man das nämlich am See vielleicht farmen könnte oder am Fluss oder sowas, weil ich kann mich auch irren. Aber das ist ja nur das Grün, ne? Das war so golden, hat das ausgesehen. Ja. Was ist das? Reed. Ne, das ist das nicht. Das Zeichen. Naja, okay. So, dann seid ihr wieder gefragt. Ich denke mir mal, ich werde das bestimmt reingeschrieben kriegen. Ne, denke ich mir mal, ich kenne ja meinen Barbarenking, der wird das bestimmt mir weiterhelfen können. Oder natürlich auch einer von euch anderen. Auf jeden Fall lasst ein Like und ein Abo da. Ne? Das Video ist jetzt mal vorbei. Haben genug was geschafft, halt ein bisschen viel rumgelaufen, ein bisschen was rumgesucht, mal rumgeguckt, hier mal ein bisschen was an Karotten an ihr seht, damit wir demnächst auch gut was ernten können, damit die Leute mal was durchgehend zu essen haben. So, unser nächstes Ziel ist viel Geld machen, das ist wichtig. Also ihr seht ja, ne, wenn wir Schweine brauchen, brauchen wir Geld, wenn wir Samen brauchen, brauchen wir Geld. Also unser nächstes Ziel ist jetzt erstmal en masse Knete zu machen. Wenn nicht, glaube ich, mache ich auch mal so offscreen ein bisschen was, dass ich ein bisschen Knete herkriege. Ne? Und deswegen von da aus, lasst ein Like und ein Abo da auch bei den anderen. Ne? Also, die sind alle in der Videobeschreibung verlinkt. Deswegen bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.